Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Ravensburg, Humpes, der Talk aus dem Humpes-Museum natürlich. Wir haben heute interessante Gäste. Das Wandern ist des Müllers Lust, ich glaube auch des Schwaben. Aber ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass der Schwabe das gut ausgestattet und mit ausreichend Nahrungsmitteln versehen unternimmt. Aber es gibt Ausnahmen und wir haben heute drei Ausnahmen hier uns eingeladen. Wir fangen an mit Martin Knödler. Er ist zu Fuß über die Alpen gegangen, aber ohne Schuhe. Und dann machen wir jetzt weiter mit zwei jungen Männern aus Biberach. Die sind von Cuxhaven bis zum Bodensee gewandert und haben auch einige Hemmnisse auf sich genommen. Sie haben auf Geld verzichtet und auf jede elektronischen Geräte. Wir fangen an mit Martin Knödler. Herzlich willkommen. Ziggy's Band. Und Sigrun Schumacher. So, Herr Knödler, Sie haben einen ordentlichen Beruf, Sie sind Ingenieur, Sie haben eine Familie, Sie haben zwei Kinder. Wie kommt man da auf so eine verrückte Idee? Also ich habe schon ungefähr seit 10 Jahren immer mal wieder das Barfußlaufen ausprobiert und bin irgendwann auf die Idee gekommen, okay, wie sieht es denn aus mit größeren Touren, mal einen Berg hinauflaufen. Hier, seitdem ich hier unten im Süden wieder bin, habe ich dann mal die Berge getestet, wie das barfuß funktioniert. Und ja, und die Idee kam jetzt, okay, ich habe eine Woche Zeit, was machen wir in der Woche? Ja, barfuß über die Alpen. Sie verzeihen mir, wenn ich den Reiz dieser Art, sich vorzubewegen, im Moment noch nicht ganz begreife. Was ist der Reiz dabei, barfuß über die Alpen zu laufen? Also am Barfußlaufen an sich, das ist einfach ein absolut intensives Erlebnis. Also ich bezeichne es manchmal so ein bisschen ironisch als Extremsport, weil es einfach für viele Leute extrem ist, jetzt wirklich nicht nur am Strand, am Sand lang zu laufen, sondern wirklich über Stock und Stein. Aber es ist einfach toll. Also man fühlt sich wirklich mit jedem Schritt verbunden mit der Natur und mit dem Wandern an sich. Also es ist ein Genuss, also man muss es so sehen, ja. Ja, ist auch eine Ideologie damit verbunden, so ein bisschen zurück zur Natur? Klar, also Hightech um uns herum. Ich selber arbeite in der IT und bin von Computern umgeben. Ja, alles geht immer perfekter und automatischer und immer weiter weg vom Ursprünglichen. Und da ist es schon ein schöner Ausgleich, so ganz urig barfuß durch die Natur zu gehen. Ist es auch eine Bewegung oder eine Idee? Man ist eingebunden in einen normalen Bürobetrieb. Man hat da gewisse Regularien, die man erfüllen muss, gewisse Erwartungen, die man erfüllen muss. Ist es auch ein kleiner Ausbruch? Also für mich eigentlich nicht. Also ich würde es schöner finden, wenn es was ganz Normales wäre. Also ich will dadurch jetzt nicht auffallen. Ich fände es eigentlich schön, wenn ich jetzt auch durch diese Runde hier mehr Leuten noch das Barfußlaufen näher bringe. Auch mal wirklich zu versuchen zu sagen, okay, jetzt laufe ich mal die Hälfte des Fenders hoch, nehme vielleicht die Schuhe noch mit und probiere das einfach mal aus. Es ist wirklich so schön und ein Erlebnis und auch für die Gesundheit sehr, sehr zuträglich. Also da könnte man jetzt eine halbe Stunde drüber reden, was das alles für Vorteile hat und bringt. Aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt man ja die Fußreflexzonenmassage. Gut, das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber haben Sie ein ähnliches Gefühl, wenn Sie barfuß zum Beispiel, ist das was Meditatives? Richtig, also es ist beides. Also das Meditative ist eine Komponente, die ich jetzt auch stärker noch ausbauen will, weil unsere Tour, die ging ja in 5 Tagen über 100 Kilometer. Das war schon relativ anstrengend. Also da war wenig Zeit zum Rasten und zum langen Pause machen und die Füße mal wieder sich beruhigen lassen. Das würde ich nächstes Mal anders machen. Ich würde mir da mehr Zeit nehmen. Und dann kommt der Genuss und der meditative Aspekt rein, dass man wirklich sich Zeit nimmt und einfach den Weg erfüllt. Also das ist einfach toll. Und
das Reflexzonenthema ist, das kann man bei jedem Schritt erleben. Also jeder Stein, der unter der Fußsohle drückt, ja, man muss sich das ja vorstellen, das sind dann wirklich, jeder kennt es, das drückt dann an einer Stelle extrem. Und wenn das genau die Stelle ist, wo dieser Druckpunkt ist, der irgendwelche Verspannungen löst, dann ist das wunderbar. Ja? Mhm. Während auf der anderen Seite, ich weiß, Sie werden wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Erzählen Sie es ruhig. Ja, ich hatte mir einen Dorn eingetreten und das glaube ich bei meinen Vorbereitungstouren. Und es kann sich jeder vorstellen, wenn man genau an der Stelle, wo der Dorn unter der Haut sitzt, dann einen Stein hat, der da drauf drückt, Rucksack auf dem Rücken, dann verzieht man das Gesicht. Also von dem her ist es wirklich, jeder Schritt ist eine Überraschung, also positiv und negativ. Hatten Sie zwischendurch aufgrund dieses Dornes auch mal so eine Situation, wo Sie gesagt haben, also jetzt höre ich auf? Also so weit war es nicht. Also es war schon noch im Rahmen des Erträglichen. Also ich weiß nicht, irgendjemand hat vorher berichtet, wer war es die? Also, wahrscheinlich die Schwäbische. Also ich denke, es war noch im Rahmen. Also, ja. Aber ich würde nächstes Mal mehr Zeit nehmen. Sagen Sie unseren Zuschauern nochmal, wo Sie gestartet sind und wo Sie angekommen sind. Genau, also ich bin in Graubünden gestartet, also in der Schweiz, nicht weit von hier, in Tussis heißt das. Das ist eine Bahnstation. Und da bin ein Freund und ich sind da hingefahren mit dem Zug von Lindau aus und sind dann von dort losgelaufen. Und sind dann nicht auf dem direkten Weg, sondern über einen kleinen Umweg nach Chiavenna gelaufen. Das sind dann insgesamt so 100 Kilometer. Wir haben ein paar Umwege gemacht, unfreiwilliger Art. Aber so um die 100 Kilometer sind wir gelaufen in 5 Tagen. Ihr Freund, der mitgelaufen ist, der ist mit Schuhen gelaufen? Ein Weichei? Oder... Ich war auch zwischendurch so, ich habe gedacht, so wie sieht's aus jetzt? Die Wege sind super, starte jetzt auch mit barfuß, aber ich habe gesagt, nee, also soweit ausgesetzt, er hat da eher die Sicherheit gesehen und dadurch war ich auch sicher, er wird mich zur Not dann retten können. Ja? Also ich hatte es vorher auch noch nie gemacht, ja, was da jetzt passiert, ich wusste es nicht. Und von dem her, er war so der Backup, also der mitgelaufen ist mit Schuhen und dann zum Schluss, dann als wir wieder in die Zivilisation waren, ist er dann viel ohne Schuhe gelaufen, aber jetzt auf den alpinen Geschichten nicht. Wenn Sie so ganz normal ins Büro gehen, tragen Sie Schuhe, nehme ich an. Ja. Und haben Sie aber eine besondere Anforderung an Ihre Schuhe? Müssen das besondere Schuhe sein? Oder gehen Sie ins normale Schuhgeschäft und kaufen da was von der Stange? Also ich habe jetzt auch besondere Schuhe an. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es sind nicht Barfuß-Läuferschuhe, aber es geht schon in die Richtung. Also es sind einfach Schuhe für Leute, die ihre Füße in der natürlichen Form behalten wollen oder bekommen wieder wollen. Also sprich, die haben Breite, ja, was vielleicht nicht auf den ersten Blick super elegant ist. Ja, viele moderne Schuhe sind sehr spitz zulaufend. So, aber das ist die Idee, dass der Fuß seine natürliche Form ausleben kann. Und beim Barfußlaufen hat man die. Da ist keine Einengung, da gehen die Schuhe, die Füße auch in die Breite, also ganz klar. Und das ist solche Schuhe kriegt man auch im normalen Schuhhandel oder muss man da... Kriegt man sogar hier in Ravensburg. Also ich weiß, hier gibt es auch eine nicht, Filiale. Warum nicht? Man muss schon ein bisschen danach suchen. Also die sind jetzt von der Firma Bär. Es gibt auch andere Marken, die... Der Werbeblock schon mehr. Okay. Es gibt auch andere Marken, die solche Schuhe anbieten. Wie gesagt, hier in Ravensburg gibt es eine Filiale. Ist ein schwäbischer Schuhhersteller. Also von dem her passt auch in die Sendung, denke ich. Für schwäbische Schuhhersteller tun wir alles. Ja. Okay. Bevor man sich so ein Ziel setzt, barfuß über die Alpen zu gehen, trainiert man das vorher? Kann man das vorher trainieren? Also ich würde es jedem raten. Also es ist ja schon eine ausgesetzte Tour. Wir waren auf, glaube ich, 2500 Metern und hatten dann da 3 Grad Nebel. Mhm. Also man muss sich natürlich gut ausrüsten, die richtigen Klamotten dabei, das richtige Gepäck. Gucken, dass man auch zwischendurch mal übernachten kann in den 5 Tagen. Ja, also man sollte sich da schon ein bisschen vorbereiten und natürlich die Füße auch. Also jeder Kilometer, den man vorher übt, der zahlt sich da aus. Und ich habe,
also ich glaube, zweimal den Pfänder bestiegen, auch mit Geschäftskollegen, die ich da mitreisen konnte, die jetzt sogar nach dem dritten Mal auch ohne Schuh gelaufen sind, hoch und runter. Also das geht auch relativ unkompliziert. Man muss da nicht 10 Jahre trainieren. Mhm. Und ja, und so habe ich dann so ein bisschen trainiert und dann die 5 Tage und war dann gut, dass es dann vorbei war am Ende. Ja, wie gesagt, ich hätte es gern ein bisschen langsamer angehen lassen, aber wunderbare Sache. Sie haben die Temperaturen eben erwähnt, also kleinen Kindern, also meinen Enkelkindern erzählt man immer, sie barfuß durch die Wohnung laufen und es wird etwas kälter, sie sollen Socken anziehen und Schuhe anziehen. Ist das nicht zu kalt einfach für die nackten Füße? Das ist wirklich klasse. Also das kann ich wirklich nur wärmsten empfehlen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind da oben gestanden, sind, weiß nicht, vielleicht 800 Meter aufgestiegen. Mhm. Da hat es 3 Grad gehabt da oben. Wir haben uns eingepackt, Mütze auf. Die Füße waren bombig warm. Kein Problem. Mhm. Null. Mhm. Also wusste ich vorher auch nicht. Hat funktioniert. Und also wenn man sich bewegt und richtig unter Strom ist, dann funktioniert das einwandfrei. Und ich bin seitdem nicht krank gewesen. Also es kann keine Kausalität sein. Wer kalte Füße hat, wird krank. Also das ist ein... Wie sahen Ihre Füße nach dieser Alpenüberquerung aus? Hatten Sie eine schöne, dicke Hornhaut oder wie entwickelt sich das? Also die sahen nicht besonders ungewöhnlich aus. Mhm. Also ich hatte... Ja. Wirklich. Okay. Sie haben eben schon gesagt, dass Ihre Sportart, wenn man sie so nennen darf, dass Sie das auch gerne als Extremsport bezeichnen. Ja, ironisch. Ja. Ironisch, ja. Was haben Sie in Ihrer Sportart für weitere Ziele jetzt? Ja, die Kollegen, die von Cuxhaven nach zum Bodensee gewandert sind, die lassen natürlich so ein bisschen Ideen wach werden, aber ich denke, ich werde da jetzt keine nach Höhenrekorden oder Distanzrekorden streben, sondern die nächste Wanderung wird vielleicht einfach über die Schwäbische Alb sein. Eine schöne Wanderung. Mhm. Das Wichtige ist nicht die Höhe oder die Weite, sondern der Weg, also der Untergrund. Und je abwechslungsreicher der ist, also kein Schotter, kein Asphalt, kein Teer, wunderbar. Mhm. Ja, einfach mal ein verlängertes Wochenende, so stelle ich mir das vor. Wir müssen also nicht davon ausgehen, dass Barfußlaufen olympische Sportart wird. So. Also wäre schön. Ja, das, ja, warum nicht? Aber wo da denn der Reiz für den Zuschauer liegt? Ja gut, das kann man sich bei so mancher Sportart fragen. Okay. Okay, Herr Knödel, schön, dass Sie da waren. Schön, dass alles gesund ist, vor allem Ihre Füße. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg auf Ihrem Weg und bedanke mich. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung. Herr Knödler hat es schon angedeutet, gleich kommen Florian Heidt und Johannes Schmiedberger. Das sind die beiden jungen Leute aus Biberach, die zu Fuß von Cuxhaven bis zum Bodensee gelaufen sind. Allerdings, die sind mit Schuhen gelaufen. Bis gleich.